Herzlich willkommen bei Hinter den Kulissen 2. Wir sind heute bei der HTL Mödling und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Das heißt, wir schauen uns an, wie es in der größten Schule Europas so zugeht. Jeden Morgen strömen rund 3500 Schülerinnen und Schüler in die Technikerstraße in Mödling. Und das seit über 100 Jahren. Damals noch als K&K Militärakademie befindet sich hier seit 1919 die HTL Mödling. Rund 30 Gebäude gehören zu dem weitläufigen Gelände, auf dem 11 verschiedene Fachrichtungen unterrichtet werden. Bei einer so großen Schule ist es natürlich auch klar, dass es viel Verwaltung braucht und viel Arbeit im Hintergrund. Wir sind jetzt hier beim stellvertretenden Schuldirektor und stellen ein paar Fragen. Was macht die HTL so besonders? Ich finde, das Besondere von unserer HTL ist die Vielfalt. Die Vielfalt an verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und Bildungsmöglichkeiten, die Vielfalt von den ethnischen Herkünften. Wir haben alleine bei uns in der Abteilung 21 verschiedene Völkergruppen und das macht mich wirklich sehr glücklich, dass wir miteinander was machen können und nicht nebeneinander. Das ist eines der ganz tollen Dinge von unserer HTL Mödling, wo ich eigentlich sehr froh bin, dass es sowas gibt. Auch heute bin ich natürlich nicht allein. Wir haben Nico bei uns, unseren Jugendreporter, der mit uns auf die Suche geht nach den versteckten Ecken in der HTL Mödling und einige coole Interviews führen wird. Nico, wie geht's dir denn auf der HTL Mödling? Warum bist du auf dieser Schule? Mir hat das immer schon gefallen, dass man da den technischen Bezug hat. Vor allem finde ich es auch super an der HTL, dass man dann eben die technische Ausbildung hat. Das heißt, man kann nach der HTL direkt schon arbeiten gehen und hat einen Hintergrund und kann was damit anfangen. Das finde ich super und das ist an allen Abteilungen gleich und bin sehr froh, in der HTL Mödling zu sein. Und was es sonst noch zu entdecken gibt, schauen wir uns jetzt an. In zahlreichen verschiedenen Werkstätten wird gehobelt, gefeilt, gesägt, betoniert, verputzt, verkabelt, verlötet und noch vieles mehr. Die Abteilungen Hoch- und Tiefbau, Elektronik, Elektrotechnik, Fahrzeug- und Holztechnik sowie Maschinenbau, Innenarchitektur, Mechatronik, Umwelttechnik und last but not least Wirtschaftsingenieurwesen. Sie alle sind wie eigene kleine Schulen in der Schule organisiert. Rund 400 Lehrer sind bei der HTL Mödling beschäftigt, um den Jugendlichen in den unterschiedlichsten Abteilungen die Unterrichtsfächer näher zu bringen. Neben mir ist jetzt Christian Reit, einer der 400 Lehrer. Christian, wie ist das denn, so als Lehrer in so einer großen Schule tätig zu sein? Ja, man kann wirklich stolz sein, in der HTL Mödling zu arbeiten. Es ist alle Tage was Neues, es ist riesig interessant, vor allem dieses Gelände mit den 45 Hektar, es ist irre groß und man lernt wirklich jeden Tag auch neue Menschen kennen, nicht nur als Kollegen, als Lehrer von den 410 Lehrern, sondern auch von den 3.500 Schülern, man trifft immer irgendwo irgendwen. Wofür bist du zuständig an der Schule? Ich unterrichte selbst in der Abteilung Elektrotechnik und unterrichte dort in der Computerwerkstätte Automatisierungstechnik und Netzwerktechnik. Und eine meiner Lieblingsaufgaben ist, das Jugendrotkreuz zu betreuen. Bei 400 Lehrerinnen und Lehrern gibt es nicht nur ein Lehrerzimmer, es gibt in jeder Abteilung eines. Hier werden Noten besprochen und Schularbeitstermine festgelegt. Und natürlich auch Kaffee getrunken. Das Praktische in einer Schule für Bautechnik ist, dass viele der Einrichtungsgegenstände gleich im Rahmen des Unterrichts entstanden sind. Auch auf dem Schulgelände werden einige Bauvorhaben von den Schülern selbst geplant und umgesetzt. Ja, wir sind jetzt in der Bautechnik und ich habe jetzt meinen Klassenkollegen, den Aaron, zum Interview gebeten. Aaron, was findest du ist an der HTL so besonders? Was macht den Schulalltag besonders mit 3600 Schülern? Ja, am Anfang mal, dass es die größte Schule Europas ist. Das ist mal, ich finde es ein Vorteil, weil einfach die Vielfalt gegeben ist. Und andererseits, wir sind eine sehr gute Schule mit sehr qualifizierten Lehrern und wir haben auch einen sehr guten Ruf, der, finde ich, verdient ist in der Praxis. Aaron, du hast kurz die unterschiedlichen Abteilungen angesprochen. Gibt es irgendwelche Interaktionen zwischen den einzelnen Abteilungen oder Projekte, die da zusammen durchgeführt werden können? Ja, es gibt Zusammenarbeiten, indirekte, finde ich. Zum Beispiel von der 1. bis zur 3. Klasse haben wir praktisches Arbeiten am Bauhof oder in den Werkstätten und wir arbeiten an der Schule immer an gemeinsamen Projekten. Da macht die Bautechnik den Bautechnikteil, die Elektrotechnik die Verkabelung und so weiter. Jede Abteilung leistet ihren Beitrag dazu. Mitten unter all den Schulgebäuden ist der große Sportplatz. Im Sommer perfekt für den Sportunterricht im Freien.
Aber auch im Winter ist mit 6 Turnhallen für Bewegung im Turnunterricht gesorgt. Ein Entkommen gibt's hier also nicht. Bei rund 3500 Schülern passiert natürlich auch immer mal wieder was, deswegen braucht es auch medizinische Versorgung. Wir sind jetzt hier beim Schularzt und dürfen ein paar Fragen stellen. Wie ist das denn so als Schularzt in der größten Schule Europas? Aufregend, weil es einen großen Querschnitt an Dingen gibt, von den üblichen Lappalien bis also zu gröberen Einsätzen, sage ich einmal, weil wir ja doch mehrere Werkstätten haben, was für eine Schule vielleicht nicht so alltäglich ist. Wir haben hier aufgrund der Schüleranzahl von 3.500 immer einen Schularzt hier, von 7.40 Uhr bis 17.10 Uhr. Und das ist schon einmal was Besonderes. Also wir sind immer hier, wir haben auch einen schulpsychologischen Dienst. Ich sage den Schülern immer, es ist ein gewisser Luxus, dass man hier einen Schularzt sitzen hat, zu dem man ohne E-Card und ohne Eltern vorbeischauen kann. Benutzen die das, dass sie diese Möglichkeit hier haben? Ja, das ist immer so eine Gratwanderung. Also ist ja für viele junge Leute wirklich was Neues, ja, so erwachsen zu werden. Und was mache ich mit einem Übergewicht, das ich loswerden möchte? Was mache ich mit Liebeskummer, eben wie gesagt, mit diesen ganzen Geschichten? Und da hoffe ich schon, dass wir zumindest den richtigen Anstoß geben können. Draufkommen muss der Schüler oder die Schülerin immer selber. Das ist halt so im Leben. Ne? Ein voller Bauch studiert nicht gern, ein hungriger aber auch nicht. Gleich 4 Themenlokale und eine Kantine warten mit täglich frisch gekochten Menüs auf Schüler und Lehrer. Abgerechnet wird über die elektronischen Schülerausweise. Wenn viele Schüler gleichzeitig Hunger haben, muss die Logistik in der Küche funktionieren, wie uns Küchenchef und Haubenkoch Christian erklärt. Um 6 Uhr beginnt der Tag. Da beginnen die Damen mal mit den Wurstsemmeln, mit den Weckerl, mit der Produktion für das ganze Schulareal, die was dann in der Schule auch verteilt werden, in die Automaten und in die einzelnen Bistros. Und zeitgleich startet eben auch die Küche um 6:30 dann mit dem Kochen der Menüs. In der Küche verarbeitet man für das Fleischmenü um 120 Kilo Fleisch am Tag. Oben im Bistro Rindfleisch für Burger sind auch so um die 100 Kilo am Tag. Hühnerfleisch 6, 8 Kilo am Tag. Nachdem die Schule auch von Schülern besucht wird, die von weiter weg kommen, ist auch ein Internat auf dem Gelände der Schule zu finden. Mädchen und Burschen sind natürlich in getrennten Gebäuden untergebracht. Insgesamt stehen 200 Zimmer zur Verfügung. Ein großer Vorteil: ist das Zimmer mal unordentlich, nervt einen damit nicht die Mutter. Und man hat einen sehr kurzen Schulweg. Ja, das war unser Tag auf der HTL Mödling. Einige Meter haben wir heute zurückgelegt auf diesem riesengroßen Areal und einige coole Ecken entdeckt bei der größten Schule Europas. Am Ende des Tages ist allerdings auch eines klar: lernen muss man auch hier. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, wir werfen einen Blick hinter die Kulissen.